So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine Runde Sky Factory mit dem Street Digger. Ja, wunderschönen guten Hallo. So, wir waren beim letzten Mal, die letzten zwei Folgen waren wir halt im Neta und wir haben hier schon mal was vorbereitet. Wir wollen natürlich eine Blaze Farm uns herstellen. Eine Blaze Farm. Genau. Und dafür habe ich mir ein bisschen was überlegt. Beziehungsweise Street und ich haben uns was überlegt. Nein, ich habe es mir überlegt und Street hat gesagt, Ja, so wie immer. Genau. So, erstes Ding. Hallo, ich bin Street. Ich heiße Marvin. Ja, das heißt du nicht, du heißt Klaus. Als erstes... Schade, ich würde gerne Marvin heißen. Mhm. Komm, mach weiter. Ich kann den Marvin vorstellen, dann möchtest du nicht mehr Marvin heißen. So, als erstes stellen wir uns Sandy Glass her. So, Sandy Glass. Das Sandy Glass packen wir da rein und jauchen das mal durch. So, was kommt da raus? Das ist übrigens jetzt alles extra Utilities. So, komm, zeig mir, was da rauskommt. Da kommt raus dieses Tickennet Glas. Nehmen wir uns einmal raus. Ich habe da schon mal was vorbereitet, weil ich habe gedacht, wer weiß, wie viel wir davon jetzt wirklich brauchen. So, dieses Glas... Hat er gesagt, viel. Ja, hab ich ja selber gesagt. Dieses Glas verarbeiten wir weiter zu Dark Glass. Dark Glass, dafür brauchen wir Ink Sacks und wir brauchen Blackout Curtains. So, Blackout Curtains stellt man her mit Wolle. Wobei die Wolle scheinbar sheet equal ist. Also, stellen wir da doch mal 60 Stück her. Na komm... Man lebt nur einmal. YOLO und so, ne? Weißt du? Oh Gott. Stellen wir davon 120 eben her. So, jetzt das Glas in die Mitte. Wir hätten gar nicht so viel Glas gebraucht. Wir brauchen eigentlich mehr von der Wolle und so weiter. Jetzt brauche ich noch ein paar Ink-Sacks. Die sind, glaube ich, hier drin. Richtig. So, und dann nochmal die Ink-Sacks. Und dann haben wir schon mal 60 Stück. Und die 60 Glas... Dark Glass. Ich weiß nicht 100%, wie das funktioniert. Muss ich dazu sagen. Ich weiß nur irgendwie, es verdunkelt den Raum. So wurde mir das zumindest mal erklärt. Es verdunkelt schon, ganz gut den Raum, ja. Ist aber schon länger her. Von der einen Seite kannst du dann irgendwie reingucken und von der anderen Seite nicht, ne? Ja, so ungefähr. Nee, das ist das Licht, was von der einen Seite durchgelassen wird und von der anderen Seite nicht. Ja, und woher weiß ich jetzt, von welcher Seite das durchgelassen wird? Das ist... Ja. Mhm. Das ist nämlich wahrscheinlich schon falsch, was ich hier gemacht habe. Nee, das passt schon, das passt schon. Das ist egal, wie du das Glas aufstellst. Da, wo die Lichtquelle ist, auf der anderen Seite, wird eben das Licht nicht durchgelassen. Okay. Oh, jetzt muss ich die Mitte finden. 1, 2 und 3. 2 und 3. 1 und 1. Und hier ist die Mitte und da bleibt frei. So, könntest du noch mal ein paar Vorhänge herstellen und so ein bisschen vielleicht ein bisschen weiteres von dem Glas? Das wäre ganz knorke von dir. Ja, bin gerade dabei. Das ist super. Denn das Glas ist mir genau jetzt ausgegangen. Wie hoch wollen wir den Raum machen? Ach, guck mal, der zeigt da sogar auf der einen Seite. Nö, zeigt auf beiden Seiten. Na, egal. Wie hoch wollen wir den Raum machen? Ist eigentlich egal, ne? Ja, schon. So 3-4, denke ich mal. Da brauchen wir noch ordentlich was an Glas. So, ich hau das tickende Glas, hau ich hier dann mal mit rein. Dann kannst du da noch mal ein bisschen was machen. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit darum, wie wir uns das gedacht haben. Zwar, habe ich mir das gedacht, wir bauen das mit einem sogenannten, ne? Sag's noch mal, wie heißt es? Was? Hä? Wie heißt der Block? Was wir jetzt brauchen. Naja, hier, ach Quatsch. Diesen Belt da. Ne? Also Conveyor. Ja, meinetwegen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal aus X-Ray Utilities und einmal aus Mind Factory Reloaded. Jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen. Scheinbar ist das Ganze aus Mind Factory Reloaded ein bisschen suboptimal für die Art, wie wir es vorhaben. Also habe ich gesagt, okay, lass uns doch einfach den aus X-Ray Utilities bauen. Da kriegen wir 8 Stück raus. Gut, bei dem anderen kriegen wir jetzt 16 raus. Dafür bräuchten wir Rubber Bars, Redstone und Iron Ingots. Bei dem anderen brauchen wir halt Rails, Iron Ingot und Redstone. Fangen wir mit den Rails ganz normal an. Rails sind hier Rails, weil kein Railcraft dabei ist. Alles schick, alles top. Dafür brauchen wir als erstes Iron. Ich nehme mal gleich 2 Stacks mit.
Dann brauchen wir Stiggies. Haben wir natürlich 16 Stück nur noch. Hier, komm, was soll der Geiz? Ich nehme mal die andere Workbench. Wenn es recht kannst, ist. Kannst keine beide nehmen. Nur, ich brauche nur die eine. Ja, nee, Tintensäcke sind aus. Oh, schlecht. So. Glaube ich. Ja, war denn? Ja, also ich gehe mal von aus. Ja, dann ist schlecht. Also hier sind nur 36 Glas drin. Oh, weia. Ja, dann setz doch mal noch ein bisschen was rauf. Du scheinst dann ja irgendwie was vorbereitet zu haben. Schon. Wie, hä? Hä? Ja, was, hä? Ja, hä? Hä? Ja, hä, freu mich auch gerade. Was fehlt denn da? Ach, das Eisen. Achso, das sind 36 Dark Glas und Feierabend. Genau. Geschlecht. Dann geh doch mal kurz in den Keller oder so und guck doch mal nach, ob da nicht hier irgendwie so ein paar Tintenfische sind. Ja. Nee. Schlecht. Da sind keine, weil ich habe den Spawner da hinten oder die Farm da hinten abgebaut und hab's dann nicht wieder. Ja, dann zügig aufbauen. Den Rest müssen wir dann halt erstmal irgendwie so verdunkeln. Das nützt ja nichts. Weil ich wollte die Farm dann jetzt für die weiteren Projekte. Dann machst du das Glas, dann machst du halt das Fenster erstmal nicht so groß. Mein Gott. Ja, ist ja egal. Erstmal dann halt mit Holz oder irgendwas ausfüllen. Würdest du das mal eben unternehmen, während ich mich hier um die ollen Welts kümmere? Barren, Eisen, her damit. Ah, so hattest du es gedacht, okay. 81 brauchen wir, ne? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung, hier. Wir werden sowieso davon mehr brauchen. So, und dann hatte ich mir das jetzt wie überlegt? Schon falsch, oder? Alter, warum hast du da noch keinen Boden reingezogen? Weil ich es kann. Sag mal, müsste der nicht normalerweise jetzt einen Track haben? Was meinst du mit Track? Ja, so eine Grafik halt. Oder ach nee, das kann mit dem Texturenpaket zusammenhängen. Ey, guck mal auf die Seite. Da sind Pfeile drauf. In die Richtung fördert er. Ja, ja. Nur ich hatte diese... Ich hatte das anders in Erinnerung, die Oberfläche. Ja, funktioniert auch. Ich hatte die Oberfläche irgendwie wie so eine Schienen in Erinnerung. Ja, das waren die anderen, glaube ich. Nee, das waren schon die, aber das ist... Okay. Texturenpaket abhängig, meinst du? Ja, genau. Okay. Was hattest du jetzt gemeint, noch den Raum hoch? 5, 6 oder was? Ja, das ist mir eigentlich egal, du. Das kannst du gerne machen, wie du möchtest. Weg, dann weg und ist weg. Ja gut, also der Spawner soll ja mindestens 2 über dem Boden sein und 2 unter der Decke. Das heißt, wir brauchen mindestens 5. Wow, das war knapp. Wo? 3, 4. Hä? 4? 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. Das ist denn ja aber... Nee, das muss doch richtig sein, denn... Ach, keine Ahnung. Was denn wieder für ein Problem? Passt doch. Weiß schön ich symmetrisch. Auch weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig funktioniert. Beziehungsweise, ob die jetzt sieht auch... Schon ja, mal, sieht schon mal gut aus. Ja, funktioniert auch. Warte mal. Check das mal hier hinten. Von der... Irgendwo hier von ganz hinten so. Zack, komm hier. Bzzzt. Pferd und tschüss. Also das scheint irgendwie auf jeden Fall mit dem Blazespawner an sich zusammenzuhängen. 3, 4 und auf dem 5. Beziehungsweise mit den Blazes generell, dass das darauf nicht spawnt. Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Oh, das ärgert mich. Warte mal kurz. Hier kann ich das nicht hier irgendwo sehen, wann ich die Datei begonnen habe. Wann habe ich diese Datei begonnen? Keine Ahnung, zeigt er mir nicht an. Was ein Arschloch. Was, wer hat das gesagt? Da haben wir es. 10 Minuten sind um. Okay, da haben wir sogar nur noch 5. Auch nicht schlecht.
Da soll dann der Spawner hin. Dann brauchen wir eigentlich hier vorne nur noch einen Grinder setzen und dann ist die Sache geritzt. Oder? Ja. So, dann hoffe ich mal, dass das alles auch so funktioniert. Das einzige Problem, das wir natürlich haben, der Grinder braucht wieder unseren Liebling Strom. Strom, 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 Strom. Energie, Energie, Energie. Und wir haben natürlich keine Energie. So, wir gucken jetzt erstmal nach dem Grinder. Oh, ich habe Caps Lock an. Übrigens, Caps Lock, ne? Wusstest du das eigentlich? Das kann man ganz einfach ausschalten. Aha. Ja, du musst einfach nur die F13-Taste drücken. Ja, ist klar. Und ich wette, du hast gerade auf deine Tastatur geguckt. Nee, habe ich nicht. Ich wette, einer der Zuschauer hat gerade auf die Tastatur geguckt. Bestimmt. Ganz bestimmt. So, aus was bauen wir den denn? Aus dem Invar-Schwert oder mit so einem Maschinenblock-Pisten? Machen wir das mit dem Goldschwert. Dafür brauchen wir natürlich zwei Goldbarren. Halt. Nee, egal. Irgendwie fange ich jetzt mal an. Da lasse ich die Dinger erstmal noch drin. So, ein Goldschwert. Quatsch, hier. Dann brauchen wir Cobblestone und Holz. Holz. Einmal, voila, Cobblestone. So, Holz. Kobbel, Kobbel, Redstone und das fehlende Eisen. Verdammt. Eisen, Ironore. Na, ich nehme mal alle drei mit, falls ich doch noch irgendwas wieder übersehen habe oder was vergessen habe. So, ein Pisten. Dann als nächstes brauchen wir ein Buch. Haben wir noch im Keller Paper? Ich guck gerade. Ja? Ja, 16 Stück haben wir noch. Ja, magst du mal da mal ein Buch dann schon mal zusammen craften, bitte? Jo, bin dabei. Voilà. Das klingt schon mal ganz gut. So, dann wollen wir mal gucken hier. Der Grinder. Zack, da oben die Plastik-Sheets hin. Hier das Schwert. Dann diesen Factory Block, ein Pisten und jetzt brauchen wir nur noch von Klaus das Buch, der hier eben gerade an mir vorbeigeflitzt ist. Ja, ich bräuchte eine kleine Workbench. Ja, dann nimm noch die rechte. Kannst du rausnehmen. Warte, ich mach schnell. So. Kannst du in die linke Workbench, kannst du das reinpacken, links neben das Schwert. Okay. Na? Ja, ich muss erstmal auch das Buch craften. Achso. Bin heute nicht so der Schnellste. Nur heute? Was? Was? Wie? Hä? Wer? Was? Hä? So? Ja, so, sauber. Fertig ist der Grinder. Und damit schließen wir jetzt den Grinder schon mal an. Den Grinder. Ich habe keine Ahnung. Muss wohl... Nein, natürlich nicht. Ach, den kann man ja drehen. Ich glaube, wenn ich... Also ja, das heißt, ich glaube. Wenn ich mich richtig... Entschuldigung. Wenn ich mich richtig erinnere, in die Richtung, in die die Totenköpfe zeigen... Genau, da ist links und rechts und da, wo dieses, ja, weiß nicht, was das sein soll. Da, wo das hinzeigt, da ist eben der, ne? Der Grinder. Ja, der richtig. Der Anschluss an sich. Ja. So, dann würde ich sagen, müssen wir uns nur irgendwie Energie beschaffen. Ja, dann nehmen wir einfach mal so eine Energy Cell von da hinten, ne? Ja, habe ich mir gerade auch so gedacht. All. Hier haben wir... Warte. Weg ist sie. Tja. Das war ja... Ja. Das war ein Trick. Aber sowas von... Er liegt da unten. Okay, der Magnetmod bringt da jetzt nicht so viel. Er liegt die noch da unten? Ja, ich hab sie. Ah, okay. Ich muss mich jedes Mal so darauf verteufelt drauf konzentrieren, auf diese Tastenkombination. Das ist Irrsinn. Das ist Madness. Ja, ja, ja. Jedes Mal. Ohne Scheiß. Das ist schlimm, gell? Ja, ja, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, können wir da ja eigentlich so einen Spawner draufsetzen, ne? Ja. Das fand ich auch übrigens ein bisschen mysteriös. Als wir hier ankamen, konnte ich den einen Spawner, so für den Zuschauer mal gesagt, weil Klaus weiß das ja schon, den einen Spawner
oder die vier konnte ich zusammenstacken und den einen, der blieb die ganze Zeit alleine. Und den einen, der jetzt alleine ist, den, der kommt da jetzt rein. So, keine Ahnung. Meinst du, ich soll das da oben raufpacken, ja? Ja. Ist drauf. Spawnt auch schon. Schießt auf mich. In 3, 2, aua. Ah, danke. Dreh dich mal um, ob es hier irgendwo brennt. Nein, die Kuh brennt! Scheiße! Schon wieder. Wie geil war das denn jetzt, bitte? Die hat auch bloß noch ein halbes Herz. Ich will mal was zu fressen. Übrigens, die Zelle ist leer. Was? Zelle ist leer. Ja, super. Schön. Kann ich die nicht irgendwie hier an den Kunden irgendwie anklemmen oder so? Der steht natürlich ausgerechnet jetzt auf Transmit. Es bringt nichts, wenn ich der was zu fressen gebe, dann willst du sich bloß paaren. Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Auf jeden Fall scheinen wir soweit sicher zu sein vor den Blazes. Also außerhalb scheint nicht zu spawnen. Wir haben übrigens den Spawner. Nur zur Erklärung. Nur zur Erklärung, warum wir den hier hingesetzt haben. An einem Spawner muss man von einem Spawner darf man nicht zu weit wegstehen. Meine letzten dunklen Wagen-Erinnerungen sind 16 Blöcke ungefähr. Deswegen konnten wir oder können wir das so mit einem echten Spawner nicht hier hinten irgendwo hinbauen. Da so. Was wir da hinten irgendwie hinbauen könnten, das wären Dinge, die funktionieren, täten auf Basis von Autospawnern aus. Ich glaube, das ist auch mein Factory Reloaded, oder? Ja, aber ich glaube, die haben die gleiche Eigenschaft, oder? Kann das sein? Das weiß ich eben nicht. Es kann auch sein, dass die funktionieren per wieso lädt denn das Scheißding nicht? Achso, startet jetzt. Es kann auch sein, dass die nur ein Dingens brauchen. Oh, helf mir mal für Sprünge, wie heißt denn das nochmal? Ein Safari-Netz, meinst du? Nee, ein Chunkloader. Achso, okay. Dass die gar keinen Spieler brauchen, weil das ja maschinell ist im Prinzip. Ja. Möglich. So, wenn ich die Zelle jetzt abbaue, dann sollte die eigentlich voll Energie sein, oder nicht? Mit dem Crescent Hammer, ja. Das meine ich doch. Abgebaut und was sagt sie? Ja, es ist ein bisschen was drin. Das ist ja jetzt nur mal zum Gucken. So, haben wir noch eine Kiste oder irgendwas? Ja, da kommen ja eh nur Blaze-Dinger raus. Stimmt, ja. Wenn wir da denn, ich weiß gar nicht, ist der mal der Grinder? Der Grinder, der müsste doch auch eigentlich Erfahrungsbubbles mit einsammeln. Nee, macht er nicht. Schade. Das war jetzt unsere Küche zu. Der war gut. Den einmal weg, den einmal weg. So. Zack. Den einmal nach unten konfigurieren. Jetzt sollte. Ich höre da drin noch so einen Mini-Enderman, glaube ich. Der hat keine Energie. Warum gibt der. Ach so, weil der steht noch auf. Ja, das funktioniert schon mal. Ja, das funktioniert. Ich höre da drin kein Mini-Enderman und ich sehe da drin auch kein Mini-Enderman. Jawohl, höre ich was. Willst vielleicht auch mal wieder meine Pillen nehmen? Weiß ich ja nicht. Einen Fehler haben wir gemacht. Ja. Und zwar einen ganz gravierenden. Und zwar, wir hätten diese zwei Blöcke unter dem Spawner, die müssen weg. Ja, dann viel Spaß. Ja, ich überlege gerade wie. Wir haben jetzt Blaze Rods, dann können wir uns auch einen Brauchstand bauen, Feuerresistenz machen und so weiter. Und da haben wir auch keine Probleme, da reinzugehen. Die habe ich auch so nicht. Oder wir machen es eben auf Trivolo-Art. Natürlich. Selbstverständlich machen wir es auf Trivolo-Art. Wie denn sonst? Ja, eben. Alles andere ist doch hier, ne? Das gibt's bei Gronk schon. Oder wie der heißt. Hä, was? Wer?
Kenn ich nicht. Das weiß ich auch nicht, kenn ich auch nicht. Alter, ey, da kommt. Boah, das will aber. Überlebe ich nicht. Hau euch tot, ich hau euch tot. Da komm ich nicht ran, das ist das Problem. Da ist ein Mini-Enderman. Hörst du? Ja, ich sehe ihn auch. Tschüss. Und keine Spitzhacke dabei, super. Geil. Komm raus da. Versuch's. Nein. Ja, danke. Ich bin noch drin. Oh Mann. Du Arsch, du ist Arsch. Offen. Ist offen. Was denn los? Ha, 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 oh. Ha. 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 Oh. Alter, ich nehme nie wieder auf, wenn ich krank bin. Ich saß hier schon gar nicht mit dir. Hätte ich auch nicht gemacht. Das siehst du, da hat er mich auch noch erwischt. Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Das darfst doch wieder keinem erzählen. Also ich. Nee, aber die ganzen Leute werden es sehen. So ein Mist. Ich habe ja wieder ein bisschen mehr Glück als du. Ich habe nur ein Problem, ich muss wieder irgendwie hochbauen. Weil mein Grab müsste oben aufliegen. Deins, nicht. Meins ist irgendwo da drin. Ja, pass auf. Alter, wieso ist denn hier ein Loch? Ja, da wollte ich raus. Hm, geile Idee. Hier oben drauf ist so ein. Nein. Mein Grabstein ist tatsächlich da unten drin. Ihihihihihi. Puh. Ja, wie ich da jetzt gesagt. Wohl. Wie ich da jetzt wohl rankommen will. Kann ich nicht irgendwie. Kann ich nicht. Uah, der war ja richtig gut. Ich glaube, ich habe hier unten noch eine Ersatzrüstung liegen. Okay. Kann ich irgendwie. Das Problem ist, ich muss den Grabstein, wenn ich das richtig erinnere, unterfüttern. Beziehungsweise untermauern, unterbauen. Whatever. Okay. Der ist ein ganzer Block. Nee, das ist nur ein halber Block, mit Sicherheit. So? Oh, nu. Ich mach mal den alten Magneten an und dann einfach mal hoffen. Ja, mein ganzes Zeugs. Mein ganzes Crap-Loot. Hast du dein Zeugs auch schon gekriegt oder ist deins da drin? Nee, noch nicht. Ich leg mich grad mit Enderman an. Wo hast denn die jetzt aufgetrieben? Aua! Wo sind jetzt die Enderman her? Von dem kleinen Typ. Der ist mir in den Weg gelaufen. So, sorry, ich musste da eben noch mal zumachen. Ja, passt schon. Ich gehe auch gleich wieder rein, wenn ich geheilt bin. Typen machen da drin ganz schön Remi-Demi. Ja gut, und während der Street da sein Zeug irgendwie rausholt, hat es die Folge, glaube ich, auch schon wieder hinter sich. Ja, ich glaube, die Folge hat es hinter sich. Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht auch sogar wieder um das doppelte Kontingent überzogen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist doch wurscht, oder? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss.